Hallo Leute und willkommen zurück zu Portal 2. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Nein, da kann ich nicht hin, okay. Ja gut, und ich weiß immer noch nicht, was hier eigentlich mir gedacht habe. Was ich mir eigentlich hierbei gedacht habe, von wegen zu sagen, ja, es gibt ein Secret. Weil dieses kommt erst ein bisschen später im Spielverlauf. Aber auch nur ein klitzeklein wenig später. Moment. Ach so. Alles klar. So sollte es zumindest funktionieren, hoffe ich doch. Das bringt uns jetzt was? Oh. Okay. Besser war's. Na gut, ich habe jetzt noch eine Idee. Ah, okay. Genau. So, und dann das hier. Und das da vorne. Ja, das ist eine gute Idee. So. Und ab dafür. Haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir fuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Das wäre ganz praktisch, glaube ich. Ich glaube es aber nur, ne? So, ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt schon mal allmählich 1A.
Was ich jetzt nicht mehr beeinflussen kann, ist, wenn ich irgendwo gegenstoße, gegen das Mikro oder gegen das Kabel. Aber das wird noch sich auch noch ändern. Vielen so. Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind $60 sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Na, ich weiß ja nicht. Ob das so schlau war von ihm, der Satz? Wo muss ich denn? Ach, Moment. Das ist auch noch nicht ganz, aber...
weiß nicht, ich glaube, hier gibt es dieses Easter Egg, was ich meine. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Tja. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier irgendwie was schiefgelaufen ist. Hey! Naja. Wie dem auch sei. Wir müssen, glaube ich, hier noch eine Tür öffnen. Tatsächlich. Naja. Das kriegen wir ja wohl so hin, ne? Eine Tür öffnen. Das ist zum Glück nicht so schwer. So, und bevor ich das Gefühl nicht loswerde, gucke ich nochmal da oben hin. Nein, da kann ich nichts hinballern. Ich werde das Gefühl aber nicht los, dass es hier irgendwo noch was Verstecktes ist. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. So, Entschuldigung, ich spam das jetzt ein bisschen mal. Zitat, vorankommen und so. Moment. Wie komme ich denn jetzt? So. Wo habe ich das jetzt dran gemacht? Da. Hm.
So. Ich hab's geschafft, okay. Wow. Geschafft. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Größenwahn, nicht? Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich's jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Ja. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Das gibt einen richtig was zu nachdenken manchmal. Na gut. Ich halte weiterhin die Augen offen. Jetzt nicht so dämlich runterfallen. Haben wir da unten dann... Da unten überhaupt eine Fläche zum draufhalten? Ah ja. Grandios. Konnte ich nicht. Ah, okay, das heißt, wir Ladebildschirm. Gut. Achso, das wird übrigens vorab erstmal die letzte Aufnahme sein, die ich vor dem
eventuell einen PC-Neuaufbau mache. Ich muss eventuell meine C-Festplatte nämlich neu installieren. Heißt das Betriebssystem USB. Aber das habe ich ja schon erklärt in einem der anderen Videos. Bestimmt. Nichtsdestotrotz. Gut, das hat nichts gebracht, würde ich mal behaupten. Aber ich kann mich auch da oben nicht hinporteln, wollte ich gerade sagen. Voilà. Ah, okay. Jo, alles klar, läuft bei mir. Moment. Ich mache es mir auch nur unnötig schwer, ne? Gerade das ist immer das Problem bei mir. Da habe ich mir doch nicht schwer gemacht. Ach Mann. Na gut, die Maus sollte manchmal ein bisschen besser reagieren, finde ich mal. Nee, Moment. Zwischen nachdenken, dann hat man es eigentlich. Tja. Ach so, ja klar. Es war jetzt doch ein bisschen schwieriger. Tut mir leid. Die Zeit ist schon wieder rum. Moment, das kann doch nicht angehen, oder? Haben wir echt so viel Zeit verplempert?
Na gut, was soll ich dazu sagen? Dann würde ich sagen... Was soll ich dazu sagen? Was? Ja. Dass wir dann beim nächsten Mal hier weitermachen. Von daher würde ich sagen... Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, alles raus. Haut rein und ciao. Und hoffentlich bis bald. Ansonsten, wie ihr wisst, wird erst der PC gerade neu gemacht. Bis dann. Tschüss.